Hallo, ich bin Carsten in der Eifel. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Mittlerweile bin ich in der Eifel angekommen, bin jetzt gerade mal so einen Kilometer vom Parkplatz losgelaufen und zwar bin ich heute in der Gegend der Burg Vogelsang, also am Urftsee bzw. Ruhrsee unterwegs und ich werde den Urftsee auch dann heute umrunden. Ja, und so das erste kleine Zwischenziel ist dann der Ort Wollseifen. Der Ort Wollseifen ist urkundlich erwähnt, das erste Mal im 12. Jahrhundert. Und musste dann 1946 wurde der Ort geräumt, weil hier auf diesem Gelände ein Truppenübungsplatz errichtet wurde und die Häuser des Ortes wurden dazu gebraucht, um dort den Häuserkampf zu trainieren. Ja, hier war dann als Camp Vogelsang, war drüben, ist die Burg Vogelsang, war die Kaserne und dann hier der Truppenübungsplatz. Von den Originalgebäuden steht nicht mehr viel. Die Kirche, ich meine noch ein Schulgebäude und ein altes Trafogebäude würde noch stehen. Es sind dann später Gebäude, nackte Gebäude, sage ich jetzt mal, einfach dazu gebaut worden, um weiterhin hier den Häuserkampf üben zu können. Hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt, befindet sich die Burg Vogelsang, wo wir dann zum Ende der Tour noch hinkommen werden. Ja, ich befinde mich jetzt hier am Ortseingang vom Wollseifen. Also das hier ist noch eins der Originalgebäude. Das ist die alte Schule von Wollseifen. Und ja, wie gesagt, weiterhin gibt es dann da oben noch die Kirche, die noch ein Originalgebäude ist. Und da hinten die Kalksandsteingebäude sind dann halt nachträglich gebaut worden, um hier den Häuserkampf zu üben. Ja, jetzt in der Schule drin, in der alten Dorfschule. Die Schule war wohl ursprünglich zweigeschossig und das Dach jetzt hier oben drauf ist wohl nachträglich gekommen und es befindet sich jetzt hier eine Ausstellung über die Geschichte des Dorfes und die schaue ich mir jetzt mal ein bisschen an. Ja, ein Keller scheint es hier unter der Schule auch noch zu geben. Natürlich nicht zugänglich.
Ja, hier geht es dann zum Keller. Ja, hier in diesem Raum wird dann nochmal schön das Dorfleben hier dargestellt. Ja, und hier im zweiten Raum geht es dann um die NS-Zeit und um die Nutzung als Truppenübungsplatz. Und die haben das hier ganz geschickt, finde ich, auch gemacht, wie sie den Wandel der Zeit zeigen. Hier erst Truppenübungsplatz. Ja, und hier wird es jetzt gezeigt, wie es heute ist. Ein beliebtes Ausflugsziel. Schon krass, wie wenig von dieser Kirche erhalten geblieben ist. Ja, nachdem erst 2006 die Belgier dieses Gelände geräumt haben und an uns wieder übergeben haben, konnte man meines Wissens auch noch eine Zeit lang hier in diese Gebäude rein. Also es gibt auf YouTube Videos, wo man das ganz deutlich sehen kann. Ja, wer weiß, was hier in den Gebäuden wieder angestellt wurde. Ja, das Gelände hier, oder zumindest die historischen Gebäude hier, die werden auch videoüberwacht. Naja, klar, so ganz unbewacht kann man es hier leider auch nicht lassen. Weiter geht es dann jetzt mal zur Urftstaumauer. Gucken wir mal, ist nicht mehr allzu weit. Ja, und einen kleinen Teil des Weges geht es jetzt erstmal über den Eifelsteig weiter. Es ist auffallend, wie ruhig es hier ist, wenn du nicht gerade ein Flugzeug hörst. Ja, da unten ist der Ruhrsee, aber guckt euch mal hier die Felsen an. Ja, endlich bin ich dann an der Urftstaumauer angekommen. Und jetzt geht's ein ganzes Stück am See entlang.
Ja, und dann geht es jetzt am Urfsee entlang zurück Richtung Burg Vogelsang. Ja, das ist hier auch eine interessante Stelle. Hier scheint ein ganzes Stück, was sind das, 30 Quadratmeter, einfach so abgerutscht zu sein. Sieht ganz interessant aus, finde ich. Es ist echt unwahrscheinlich ruhig hier. Man hört hier nicht wirklich viel. Ja, und immer wieder kommt mal so ein bisschen die Sonne raus. Ist eigentlich ganz angenehmes Wanderwetter. Ja, von hier aus hat man noch einen Wahnsinnsblick auf die Burg Vogelsang. Ja, Viktor-Nils-Brücke ist dann jetzt das nächste Ziel. Ja, da hinten hinter der Insel kann man ein Stück von der Viktor-Nils-Brücke schon sehen, die dann den Weg zur Burg Vogelsang abkürzt. Ja, ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, warum ich so einen großen Rucksack heute mit mir rumschleppe. Und zwar werde ich heute in der Nähe der Burg Vogelsang übernachten. Ich habe ein Zelt dabei und was man sonst noch so braucht. Ja, jetzt bin ich auf der Viktor-Nils-Brücke. Wie gesagt, eine Hängebrücke. Und ja, man merkt schon ganz schön Schwanken. Und dann von hier aus geht es dann rauf nach Vogelsang. Aber mal gucken, ob ich erst noch ein Plätzchen für eine Pause finde. Weil das wird ganz schön steil. Ja, ich gehe gerade wieder zurück über die Brücke, weil am anderen Ende der Brücke, da ist gerade ein schöner Pausenplatz. Nur da haben gerade noch jede Menge Leute gesessen. Die gehen jetzt aber weiter. Ja, und die, was sind das, 300 Meter, die kann ich auch wieder zurücklaufen. Ja, und das ist einer der beiden Erdanker für die Viktor-Nils-Brücke. Sind schon gigantische Dinger. Ja, jetzt habe ich mich mal neben so einen Anker gestellt, damit ihr mal ungefähr eine Ahnung habt, wie groß so ein Ding hier ist. An der untersten Ebene, wenn man so will, von der Burg Vogelsang angekommen.
Und also hier gibt es tatsächlich noch Sportstätten, die noch immer genutzt werden. Ja, hier an der Burg Vogelsang ist einiges los, also Führung noch und nöcher. Macht gar nicht so einfach, hier ein paar Aufnahmen ohne Menschen zu machen. Ja, was ist die Burg Vogelsang? Also wie man unschwer erkennen kann, handelt es sich hier nicht um eine mittelalterliche Burg, sondern es war eine Burg aus Nazizeit. Und zwar sollte hier die neue Führungselite der NSDAP herangezüchtet werden. Und wenn man mal hier ist und die Größe dieses Komplexes wirklich sieht, das ist schon echt, ja, wenn man weiß, wofür das Ding hier steht, ist das schon, ja, man könnte schon sagen, recht pervers. Ja, die Zufahrtsstraße ist auch recht großzügig gebaut, nämlich vierspurig. Und ja, das ist dann die Zufahrt gewesen zur Burg Vogelsang. So, ich werde dann jetzt mal schauen, dass ich den Trekkingplatz finde oder Naturlagerplatz, wie der ja auch genannt wird. Und ich würde sagen, wenn ich da bin, sehen wir uns wieder. Ja, ich habe den Platz gefunden. So sieht er aus. Auf der Plattform muss man sein Zelt aufbauen. Wie das funktioniert, da bin ich mal gespannt. Ja, und da steht die Komposttoilette. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, ich lasse mal die Kamera mitlaufen. Mal gucken, wie das klappt. Ja, da ist jetzt gerade während des Zeltaufbaus der Akku von der Kamera leer gegangen. So, also das Zelt steht. Also es funktioniert. Also es geht doch besser, als man denkt. So, da werden wir mal einrichten. So, 16 Uhr, Kaffeezeit. Oder für mich Teezeit.
Oh je, ich habe den Windschutz vergessen. Ja, Spiritus ist auch alle. So, Essen sollte fertig sein. Na, unter Chili con Carne stelle ich mir doch ein bisschen was anderes vor. Aber eindeutig essbar. Ja, guten Morgen. Hat schon gefrühstückt gerade. Die Vögel haben mich nicht mehr schlafen lassen. Ja. Trinke ich noch so mein Tee. Und dann baue ich das Zelt ab. Dann gehe ich nach Hause. Ja, der Platz ist geräumt. Der Müllbeutel hängt am Rucksack. Dann geht's mal langsam zum Auto. Ja, nicht weit von dem Naturlagerplatz Nordstern gibt's einen Parkplatz. Da habe ich gestern schon mein Auto abgestellt. Bin dann die Tour um den Urftsee herum gegangen. Hab dann meine Übernachtung da gemacht und bin dann jetzt schon am Auto. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.